Was passiert eigentlich, wenn ein Zug fehlgeleitet wird? So, und bei fehlgeleitet, da läuten bei ganz vielen die Alarmglocken. Oh mein Gott! Da kommt ein Zug! Nein! Wenn wir über Fehlleitungen sprechen, dann meinen wir nicht, dass ein Zug eventuell auf ein Gleis gef. Fehlleitung, Achtung! Dass ein Zug auf ein Gleis geleitet wird, wo ein anderer Zug schon ist und die dann zusammenfahren. Das ist keine Fehlleitung. Das ist große Scheiße. Ja. Fehlleitung bedeutet bei uns, dass ein Zug in ein Streckengleis eingelassen wird, das nicht für seinen Zweck bestimmt ist. Ja. Das also nicht in seine Richtung geht. So. Und dieses Gleis kann ganz normal befahren werden. Ist sicherlich auch frei von Fahrzeugen und sonst was. Es geht nur in die falsche Richtung. So. Was machen wir dann? Also, die Vorschrift sagt, dass der Lokführer beim Erkennen, dass es eine Fehlleitung ist, noch vor dem Signal anhalten soll, wo die Fehlleitung beginnen würde. Ja? Das würde bedeuten, wir würden sehen und wissen, dass wir da vorne eventuell fehlgeleitet wird. Ja? Kann das sein? Ja, das geht. Denn so eine Fehlleitung geht ja meistens irgendwo los, wo eine Strecke von einer anderen Strecke abgeht. So, und davor steht ja oft ein Signal, ne, damit man die Züge auch regeln kann. Und diese Signale können auch eine Richtung anzeigen mit Buchstaben. Oder sie können indirekt die Richtung anzeigen, indem sie sagen, hier musst du langsam fahren oder hier kannst du schnell fahren. Ne. Wenn jetzt die Strecke abgeht, könnt ihr euch vorstellen, dass man, wenn man hier lang fährt, langsamer fahren muss, als wenn es einfach nur geradeaus geht. Ne. Und das heißt, wenn ich immer geradeaus fahre mit meinem Zug und an einem anderen Tag plötzlich da abbiegen soll, ja, dann könnte das eine Fehlleitung sein. Ja, also halte ich vor dem Signal an und sage, Fahrdienstleiter, ich stehe hier vor dem Signal XY, abzweigend, ich will aber eigentlich geradeaus mit meinem Zug. Und dann sagt er, na klar willst du geradeaus, Entschuldigung. Und dann geht's. Na, ganz unkompliziert weiter. Komplizierter wird's, wenn ich an dem Signal schon vorbeigefahren bin und nicht gecheckt habe, dass es mir anzeigt, dass ich woanders hinfahre. Ja, und ich dann merke, wenn ich irgendwo abzweige in ein Gleis, was ich nicht kenne, dann heißt es sofort anhalten. Dann muss ich wieder den Fahrdienstleiter anrufen. Tralala, jetzt haben wir großen Mist. Und dann wird auf Weisung des Fahrdienstleiters weitergearbeitet. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Ne? Man kann mit schriftlichen Aufträgen dann wieder zurückfahren hinter das Signal, was die Fahrt zugelassen hatte. Oder man entschließt sich, wenn es da vorne irgendwo wieder auf die Hauptstrecke geht, ne? Es gibt ja oft mehrere Wege, da sagt man, okay, dann fährst du den Umweg. Ne? Aber entscheidend tun wir das nicht, das machen andere. So, ich muss nur wissen, wann wurde ich fehlgeleitet und wie geht es danach weiter? Anhalten, melden. Eine Fehlleitung könnte zum Beispiel auch sein, wenn ich mit meinem Zug, den ich da vorne an dem Bahnsteig anhalten soll, in ein Gleis eingelassen wird, wo kein Bahnsteig ist. Das ist eine richtig scheiß Fehlleitung. Ja? Und dann muss man halt auch nochmal anrufen und sagen, hier, was ist denn da los? Da gibt es keinen Bahnsteig. Ja? Die Leute dürfen da auf keinen Fall irgendwie den Zug verlassen. Ja, dann wird halt diskutiert. Wie macht man's? Rangiert man in den Bahnhof um oder lässt man den halt ausfallen, fährt man weiter? Ja. Das sind alles unangenehme Sachen, die aber ich nicht zu entscheiden habe. So. Wie oft passiert das? Ist zu vernachlässigen. Also mir ist es noch nicht passiert. Wie oft passieren diese anderen Fehlleitungen? Ist mir auch noch nicht passiert, aber ich habe schon gehört von Leuten, die fehlgeleitet wurden. Aber ich glaube, das ist so viel. Also, was passiert nun, wenn ein Zug fehlgeleitet wird? Es passiert auf jeden Fall kein Unfall. Ja? Die Fehlleitung ist trotzdem ein sicherer Fahrweg. Es ist nur der falsche Fahrweg, führt in die falsche Richtung. Ja? Alles gut, kein Problem. Anhalten, melden und auf weitere Weisungen warten. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, in die Kommentare. Okay, tschüss.